So, zack, läuft. Ich werde jetzt einfach mal aus gegebenem Anlass keine Raucherpause machen, sondern einfach was trinken. Eine Trinkerpause. Ja, aber wir haben keine Pipi-Pause, nur damit du Bescheid weißt. Nein, es gibt nur, die Show wird so durchgeballert am Stück. Ja, natürlich. Das ist eine Blitzrunde hier. Du hast viel Zeit genommen. So schnell hintereinander bitte nicht. Ein bisschen denken müssen wir vielleicht zwischendurch doch. Warte mal. Stimmt, so Racheaktionsmäßig. Ich mit meiner Blitzrunde und dann kommst du mit deinem Format um die Ecke so. Hast du gesehen, mein Licht ist in der Mitte. Nee. Sonst heißt es wieder, ich klaue. Das möchte ich nicht. Okay. Jetzt sieht man mich auch besser, oder? Für den Chat auch nochmal, gleich ja. Hast du noch Emote-Modus. Genau, stimmt. Chat. GG! Also. Oh Mann. Den hätten wir vorher, ach egal. Egal. Chat, nur damit ihr Bescheid wisst. Sobald gleich Wer wird Coaster Brain beginnt, versetzen wir euch in den Emote-Mode. Ihr könnt also dann nur noch Emotes reinhauen. Die werden aber auch nicht mehr im Stream angezeigt, nur damit ihr Bescheid wisst. Nicht so wie jetzt. Jetzt fliegen sie noch wild im Chat rum. Die machen wir gleich auch aus. Also ihr könnt quasi nur noch in den Chat Emotes reinmachen, damit der René nicht noch nebenbei im Chat lesen kann, wie die Antwort ist. Das ist ja sinnvoll. Sind wir nervös? Er guckt so angespannt, ne? Ich gucke angespannt, das liegt daran, dass das nur Wasser ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob die da bei, wie das, weiß ja nicht, wann der Arbeitstag normalerweise bei Wer wird Millionär anfängt mit Auflockerungsmaßnahmen und so. Du kannst ja ein paar Dehnübungen machen, oder was? Genau, ein paar Kniebeugen machen oder so, bevor die Show losgeht. Das habe ich nicht zu Ende gedacht, tatsächlich. Etwas angespannt darf man aber ja sein. Das erhöht das Denkvermögen, hoffe ich mal. Original. Ja. Entschuldigung, ich bin auch so nebenbei noch im Chat ein bisschen. Ich lese das ja auch hier noch die ganze Zeit. Solange ich den noch habe, darf ich das ja auch nutzen. Genau. Hört ihr das eigentlich, die Moving Heads im Hintergrund? Dieses. Nee, also ich nicht auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Ich muss mich aber ein bisschen höher setzen, weil sonst sieht man ja meinen schicken Anzug gar nicht, den ich mir jetzt extra angezogen habe. Ja, das stimmt, sonst fällt das gar nicht auf. So, Chat, ich bin jetzt gleich soweit. Ja, wusste gar nicht, dass das hier auch noch als Video hochgeladen wird. Ich dachte, weißt du, wenn du richtig reinscheißt, dann haben das wenigstens nicht alle gesehen. Das ist natürlich auch nochmal ein Haken daran. Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Also du wirst jetzt aufgenommen, schon seit drei Minuten jetzt. Nur damit du Bescheid weißt. Ach so. Seit 3 Minuten. Ach so, ja, nee. Und das wird ungeschnitten hochgeballert, ne? Nur mit okay, ja, natürlich, perfekt. Selina, hallo. So, Chat, ich würde sagen, der René waltet seines Amtes, haut euch jetzt schon mal in den Emote-Mode rein. Wenn wir den finden. Wir starten nämlich jetzt gleich mit Wer wird Coaster Brain? Ihr dürft jetzt leider nur noch Emotes in den Chat reinhauen. Und ich würde sagen, wir können auch schon mal die Folie quasi aufmachen. Ja. Beziehungsweise erstmal Spannung ausmachen. Erstmal Spotify. Ist der Name gesagt? Egal. Nein! Einfach Pause. Du hast den Namen gesagt. Und jetzt musst du da bei Quellen runterscrollen. Jetzt musst du. Genau. Und jetzt hoch wieder scrollen. Jetzt, Zoom haben wir ja schon an, aber den Emote-Gedöns kannst du ausmachen. Emote-Wall kannst du ausmachen, genau. So. So sollte das jetzt sein. Jetzt musst du hier draufklicken. Und dann gleich einfach nur auf den Pfeil. So, Leute, wartet, ich bin noch nicht fertig. Ich bin angespannt wie vor so einem Erdkundereferat oder so. Ist das normal? Ja, ja. Das liegt wahrscheinlich daran. Ja, ja. Das muss so sein. Ich wie so ein Lehrer, ey. Jetzt, wo du das fällt es mir auch auf. Fehlt eigentlich nur noch die Nerdbrille. Ja, oder es lag an der, dieses mit dem nur noch die Pfeiltaste drücken, wie bei PowerPoint, wenn du so durch deine Folien gehst, die du vorbereitet hast. Also wenn du mit deiner Gruppe so null geplant hast, einfach. Ja, 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 genau. Guck mal, kannst du wenn du dich Chat so gar nicht abgesprochen hast, wer was sagen muss. Den Chat hier runter, wenn du jetzt hier drauf klickst. Diese Katze mit der Sonnenbrille motiviert mich.
Ja, ne? So Motivationsschub. Die tut sehr gut, ja. ja, hier. So. Ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen bei Wer wird Coaster Brain mit René Coasters. Coasters? Oder Coasters? Servus. Mit S, Coasters. Der andere Name war schon weg. Die Mehrzahl. Alles klar. Jo. So, Chat. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich der Herr René sich schlagen wird. Und herzlich willkommen auf YouTube. Und ja, wenn ihr mal live dabei sein wollt, gerne auf meinem Twitch-Kanal SvenssonTTV vorbeischauen, Follower dalassen. Achso, ich muss in die Kamera jetzt gucken. Mein Gott. Viel zu viel Technik hier bei RTL. Da fehlen eigentlich die roten Lämpchen. Oh. Und mein Teleprompter, was ich sagen muss. Auf jeden Fall, SvenssonTTV, gerne mal vorbeischauen, Follower dalassen, informiert werden, sobald ich live bin. Hier findet ihr Gaming, Just Chatting, Motto-Partys und jetzt unter anderem, wer wird Coaster Brain? Zu gewinnen gibt es bei der 1-Million-Punkte-Frage ein Monats-Abo für Twitch. So. Yo. Haben wir das, ne? Haben wir das im Kasten? Gut, dann fangen wir mal an, oder? Bist du bereit? Chat, absolut. Seid ihr bereit? Seid ihr, ich bin jetzt bereit? Sehr gespannt. Ja, kommt, haut mal Emotes immer weiter jetzt in den Chat hier. Was sind denn das? Nachos oder was im Chat? Oder? Weiß nicht, Nachos, ja. Pizza, Weltkugel, okay. Ein bisschen was zu snacken geholt. Das ist bei so einer guten Quizshow auch wichtig, dass die Zuschauer ein bisschen was zu essen haben dabei. Hast du was zu snacken? Ich nicht, nö, ich bin ja der Gast, ich darf nie essen. Im Boah, Studio ist das streng verboten. Alles. Du darfst schummeln. Hier, schummeln ist nicht erlaubt. Nein, das wäre nicht. Schummeln nicht, krümmeln hat er gesagt. Krümmeln. Ach so, ich habe Schummeln verstanden. Okay, René. So, jetzt fangen wir an. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Ja, wir hauen raus. Herzlich willkommen bei Werbe Costa Brain. Sehr freshes Logo. Party-Alarm! Nee, heute nicht. Am 10.04. Okay, bist du bereit für deine erste Frage? Absolut, ja. Alles klar, dann hauen wir raus. Das ist jetzt 50-Punkte-Frage dann, ne? Also es genau. Ist quasi nur die Euros in Punkte gerechnet, ne? So sieht's aus. Und, ja, genau, weiter. So. Warte, oh ja, stimmt, oben sind die Joker. Genau, bevor es losgeht, ich erklär's dir nochmal. Oben hast du ein 50-50. Joker. Dann werden wir dir natürlich zwei falsche Antworten wegnehmen. Dann hast du noch den Publikum-Joker, das ist der wertvollste Joker hier auf Twitch bei SvenssonTTV, denn da hilft dir die SvenssonTTV-Crew und hoffentlich mit der richtigen Antwort. Dann haben wir natürlich, du kannst jederzeit aussteigen, sobald du eine Frage richtig gelöst hast, kannst du natürlich aussteigen und die Punkte einfach mit nach Hause nehmen. Genau, wir werden die notieren und die wirst du auch jederzeit auf Twitch dann finden unter Infos. Dann das Logo und dein Name und deine Punkte. Alles klar. Die besten drei werde ich aber immer nur anzeigen. Also wenn du nicht mehr die besten drei bist, musst du irgendwann denken. Du hast aber natürlich die Möglichkeit, irgendwann nochmal auf diesen Stuhl zu landen und deine Punkte zu erweitern oder zu... Ach, du weißt, was ich meine. Ja, um nochmal drum zu kämpfen, um halt wieder weiter nach oben zu kommen. Alles klar. So, und natürlich, wie bei Wer wird Millionär, auch hier bei Wer wird Coaster Brain, ist die erste Frage natürlich die einfachste. Und wir fangen jetzt einfach locker easy an. Wie heißt der Brüder Freizeitpark? A. Phantasialand. B. Phantasialand. C. Phantaland. D. Land der Fantasie. Kurze Frage, bevor ich antworte. Wie läuft das mit den Punkten? Also wenn ich jetzt quasi irgendeine Frage verkacke, falle ich dann wie bei Wer wird Millionär auch immer auf 500 oder 16.000 zurück oder bleibe ich dann auf der Frage, die ich verkackt habe? Wir haben zwei Stufen drin. Bei 500 Punkte ist die erste Safe-Stufe. Dann bei 16.000 haben wir eine zweite Safe-Stufe und natürlich dann die Millionenfrage. Okay, alles klar. Also genau wie man es kennt halt. Okay. Genau wie man es kennt. Ja, dann würde ich bei der ersten Frage mal A auswählen. Musik leiser. Augenblick, wir haben gerade technische Probleme. Das Problem ist, ich kann nicht.
Hört man mich jetzt besser? Wartet mal. Guckt mal, hört man mich jetzt besser, Chat? Freizeitpark-Fan. Nee, der hat mir das im Chat gehört. So. Chat. René, sag du noch mal kurz was. Kann ich machen, kein Problem. Hört man den René noch gut? Und mich jetzt auch? Alle mal einen Daumen nach oben. Frage in den Chat. Okay, Daumen nach oben, Daumen nach oben. Man hört dich und man hört uns. Das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Besser. Ja, okay, alles klar. Danke, Freizeitpark-Fan, für die Info. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier zu leise mache, ist der René auch zu leise. Ja, das ist natürlich bei der ersten Sendung, wir haben noch so kleine technische Probleme. Ne? Aber ich würde jetzt sagen, jetzt hauen wir raus, jetzt geht's los. So. Du hattest dein Vote schon gegeben? Genau, ich würde A einloggen. A, wir loggen A ein. Das ist natürlich richtig. A, Phantasialand. Ja, wow, herzlichen sehr Glückwunsch gut. Zu 50 Punkten. Vielen Dank. Dankeschön. Da wir ja schon die erste Frage richtig beantwortet haben, stell dich nochmal ganz kurz vor für die Zuschauer, damit die wissen, wer du genau bist, was du machst, wie deine Insta-Seite heißt, wo man dich findet. Ja, hau raus. Alles klar. Die Vorstellungsrunde vom Günther. Ja, also ich bin René. Ich habe auf Instagram die Privatseite René Maßmann und halt die Seite, weswegen ich heute hier bin, nämlich René Coasters, wo ich halt hauptsächlich mich mit Freizeitparks beschäftige. Ich war 2007 mit 4 Jahren das erste Mal im Phantasialand. Und deswegen konnte ich diese Frage auch beantworten und seitdem jedes Jahr, weil, ja, Freizeitparks sind einfach geil und deswegen habe ich halt auch diese Freizeitparkseite damals eröffnet, vor knapp 8 Monaten, glaube ich, oder so, und seitdem sehr viele nette Leute kennengelernt, unter anderem dich, und deswegen bin ich jetzt unter anderem auch hier im Format. Wow. Hast du das, habe ich dir ein Drehbuch geschickt? Ich glaube nicht. War das zu gut? Ich kann auch noch mal anfangen. Nee, alles gut. Dann wird das doch ein perfekter Stream. Naja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, ja, danke für die Vorstellung und wir schauen uns die Frage Nummer 2 an. Achso, nee. Die Animation ist echt nicht schlecht. So, wir haben natürlich jetzt... Okay, da hätte ich es auch gesehen. Ja. Genau. Jetzt sind wir natürlich bei der 100-Punkte-Frage angelangt. Bei der zweiten Frage. Auf geht's. Yalla. Okay. Welche Holzachterbahn war die erste in Deutschland? A. Colossus. B. El Toro. C. Bandit. D. Colorado Adventure. Okay. D kann ich ausschließen. Das ist ja eher ein Running Gag als eine wirkliche Antwort. Aber ich überlege gerade wirklich. What? Okay. Chat, ich habe eine Vermutung, aber... Ja, denk ruhig nach. Ich rede auch ab und zu mal mit dem Chat. Chat, würdet ihr es wissen, wenn ja, eine 1 in den Chat? Achso, Daumen nach oben. Kein Bier mehr. Nein, den Joker nehme ich noch nicht. Der ist zu gut. Den brauche ich später irgendwann. Was ist denn mit 50-50? Ich glaube, dann lass uns doch den direkt mal ausprobieren. Und ich sage extra mal nicht, was weggenommen werden soll. Really? Okay. Jetzt nicht wundern, jetzt geht der Ton ganz kurz weg, ja, weil ich jetzt die Schablone natürlich ändern muss. da. So. Ja, ja, das ist natürlich Technik. So, René, bist du noch da? Ich bin noch da und es ist genau das passiert, was ich befürchtet habe, nämlich genau, dass die beiden, die ich nicht auseinanderhalten kann, noch da stehen. Hätte ich das mit Colorado besser nicht gesagt. Der Heidepark baut alles Mögliche als erstes. Die bauen den ersten Wing Coaster, die bauen das als erstes und das als erstes. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass der Moviepark, dass die Holzachterbahn eigentlich ziemlich schlecht ist, würde ich eigentlich eher sagen, dass die vorher gebaut wurde. René, überleg nochmal ganz gut. Okay. Hm.
Ja gut, dann wahrscheinlich doch Colossus, weil die ja mittlerweile umgebaut haben, weil sie wahrscheinlich zu alt war, oder? Nee, stopp! Stopp, ich wollte dich nicht beeinflussen. Okay, perfekt. Hast du mich falsch beeinflusst? Wer weiß. Das ist aber schon die gute Idee auch so. Auch so ein Jackett immer rum. Ja, eben, genau. Das ist nämlich genau das, weshalb man sich da nicht anmelden sollte. Ich guck mal ins Publikum. Warte mal. Ja, ja. Was sagen die denn alle? Ist ja unglaublich. Also, deine erste Antwort war C, oder? Ja, okay, dann C. Bauch. Ja, hör auf dein Bauchgefühl, würde ich sagen. Also, ich als Moderator würde jetzt in diesem Moment auch mein Bauchgefühl hören. Okay, perfekt. Dann würde ich C einloggen. Dann scheint meine Theorie gar nicht so dumm zu sein, dass die wahrscheinlich älter ist, weil sie so schlecht ist. Alles klar. Dann loggen wir jetzt C ein, richtig? Ja. Alles klar. C. Ah. Okay, perfekt. Sehr gut. Tja. René. Das ist das Wasser, ne? Puh, du hast mich zum Schwitzen gebracht. Okay, das liegt vielleicht auch an dem Show-Aufstieg. Vielleicht muss das denn unbedingt an mir. So, jetzt sind wir bei deiner 200-Punkte-Frage. Frage Nummer. Ja, auf geht's. Ja, die wird. Wie heißt mein Freizeitpark Instagram Profil? A. Freizeitpark Dog. B. Freizeitpark Blog. C. Freizeitpark Blog. D. Freizeitpark Blog. Okay, das weiß ich ausnahmsweise tatsächlich recht schnell. Da würde ich mal B einloggen, auch wenn da der Unterstrich fehlt, wenn ich das kritisieren darf, aber ich würde trotzdem B nehmen. Bruh. Okay, darfst du kritisieren? Das war dafür, dass der 50-50-Joker so schlecht war. Du hast natürlich recht gehabt. Ach so, stimmt, den 50-50-Joke hast du jetzt benutzt, ne? Ach so, stimmt, genau, der muss noch gestrichen werden. Ja, das habe ich noch nicht eingebaut. Okay, wir merken uns das. Chat, bitte merken, 50-50 ist schon weg. Oder ihr vergesst es. Nein, wir vergessen es nicht. Okay. Harte Regeln hier. Ja, ja, harte Regeln. Wir haben ja ein Regelwerk. Okay, perfekt. Frage Nummer 4. Punktemäßig sind wir bei 300 Punkten. Welche Attraktion passt nicht? A. Karacho. B. Taron. C. Blue Fire. D. G-Force. Okay, dann ist das D, weil das kein Launch Coaster ist. Wir locken D ein. Und damit hatten sie natürlich recht. Sehr freundlich von Ihnen, das ist schon mal sehr gut. Ja, beruflich, wie geht's so bei Ihnen? Beruflich ist gerade in meinem Leben tatsächlich alles recht entspannt, da ich ja aktuell Osterferien habe, die mir aber leider, da alle Freizeitparks zu sind, recht wenig bringen. Und deswegen ist es mehr ein bisschen Gelangweile aktuell zu Hause. Hin und wieder bin ich beim Eishockey das Ganze kommentieren, das macht mir Spaß. Und sonst? Stimmt, wir haben gar keinen Mundschutz an, ne? Sie sitzt mir ein bisschen nah gegenüber gerade. Das ist ein digitaler Abstand, das ist auch in Ordnung. Ja, alles klar. Sehr gut. Ferien sind aber auch schön. Ich meine, ihr hattet ja dieses Jahr kaum Ferien. Ja, ja, wir hatten kaum Ferien. Das stimmt. Wir haben aktuell sogar immer noch Wechselunterricht, also im Wochenblock. Ach, habt ihr. Okay. Ja. Na gut. Wollen wir zur Frage Nummer... Ja, beruflich abgehakt und ja, tschüss, weiter. Zur ersten Sicherheitsstufe. Zur ersten Sicherheitsstufe, Frage Nummer 5 und natürlich 500 Punkte gibt's dafür. Auf geht's, Abfahrt. In welchem Freizeitpark steht der einzige Dive Coaster in Deutschland? A. Heidepark. B. Phantasialand. C. Heidepark. D. Fort Fun. Ich sage A. Heidepark. Oh. Ja. Wollen Sie nicht mal in Ihrem Wasser trinken? Ich habe nichts mehr. Ach, Sie haben nichts mehr. Das ist die belastende Aufregung mit der Holzachterbahnfrage bei 100 Punkten. Da ist das ganze Wasser draufgegangen. Okay. Sollen wir bei A bleiben, ja? Ja, wir bleiben. Alles klar, wir loggen A ein. Und natürlich stimmt das. Heidepark steht
der einzige Dive Coaster in Deutschland. Sehr gut. Und was? Herzlichen Glückwunsch. Warte, meine Regie. Meine Regie. Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, dein Text ist jetzt so: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die erste Sicherheitsstufe erreicht. Oder irgendwie ja, sowas. Sie haben ihre erste Sicherheitsstufe erreicht. Also, du guckst hier auf die Bildschirme und verfolgst ein bisschen das ganze Game und hinter den Kulissen. Dann guckst du so zum Sven rüber und denkst du so: Günther Jauch sitzt neben dir. Was ist da los? 500 Punkte. Was würden Sie damit 500 Punkten anstellen wollen? Ich würde diese 500 Punkte sinnvoll beiseite legen und für eine Jahreskarte im Phantasialand sparen. Das wäre sehr sinnvoll. Alles klar. Ja. Dann wollen wir zur Frage Nummer 6. Ja, von mir aus gerne. Die wird jetzt tricky, mein Freund. So, 1000 Punkte! Frage Nummer 6. Und Abfahrt. So, halt dich fest. Tue ich. Wie viele Dark Rides stehen in Europa? Park. Entschuldigung. Wie viele Dark Rides stehen im Europapark? A. 7. B. 8. C. 9. D. 10. Da muss ich fairerweise sagen, dass ich keine Ahnung habe, da ich noch nicht im Europapark war. Und da jetzt sinnlos drauf loszuraten, ist recht riskant bei einer 25% Chance. Deswegen würde ich hier den Chat fragen. Hier den Chat? Ja. Hier den Chat? Du pass auf, mit deinem 50-50 Joker, ja? Ich habe dir ja zwar auch schon bei der Frage ein bisschen geholfen. Wir sind ja in der ersten Sendung. Normalerweise haben wir ja auch drei, sag mal schnell, drei Joker. Sind wir dann so fair, nehmen wir noch einen zweiten 50-50 dazu, ja? Okay, damit wäre ich auch einverstanden. Das ist sehr. Also mir ist es egal, du kannst natürlich auch gerne das Publikum fragen. Ja gut, der Joker ist natürlich später sinnvoll, das ist natürlich logisch, aber. Also ja, also. Ja, 50-50, ja? Da gönnen wir ihm den auch, das gefällt mir. Die Regie war mir von Anfang an sehr sympathisch, muss ich an der Stelle nochmal anmerken. Gönnen. Also 50-50? Das, oder? Ja, 50-50 nochmal. Wo sind wir denn jetzt? Schablone 17. Oha. Alles klar. Doch. So. Dann haben wir dir die zwei Falschantwortmöglichkeiten natürlich rausgenommen. Das ist sehr sympathisch. So sind wir bei RTL. Ich überlege gerade, der einzige Dark Ride, den ich kenne tatsächlich, ist Piraten in Batavia, weil es abgebrannt ist und weil jeder darüber geredet hat, dass sie es neu bauen. Da ich aber sonst noch nicht da war, habe ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Okay. Ja, Sie können natürlich jetzt aufs Volle und Ganze gehen. Oder Sie hätten dann noch das tolle Publikum. Und gerade sind ganze 33 Zuschauer sogar online, 35 sogar. Die könnten eventuell dir helfen. Das Ding ist, wenn ich jetzt falsch antworte, habe ich im Prinzip nichts verloren, weil ich bin auf einer Sicherheitsstufe. Richtig. Würde ich später verkacken und würde jetzt meinen Joker verbraten, würde mich das Ganze mehr ärgern. Richtig. Die Möglichkeit, das heißt, natürlich jetzt rauszugehen und die 500 Punkte mit nach Hause zu nehmen, haben sie natürlich. Aber genau, die Phantasialand-Karte. 500 Punkte. Halt. Der Rang wird sehr schnell abgegrast sein. Ja, das weiß ich, aber das ändert leider nichts daran, dass ich mich zwischen 8 und 9 entscheiden muss. Aber bevor sie ja gehen, würde ich auf jeden Fall den Publikum-Joker noch nutzen wollen, oder? Ja. Gar nicht mal so einfach. Was würde denn Ihr Bauchgefühl sagen? Ich würde eher 8 sagen, weil wenn ich die Frage gestellt hätte, hätte ich zwei Antworten genommen, die da drüber liegen. Und eben habe ich gesagt, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, oder? Ja, aber das könnte auch eine Falle sein. Können diese Augen lügen? Oder Fallen stellen? Okay, dann nehme ich 8 und wenn das gelogen war, dann war es das auch. Alles klar, wir loggen 8 ein, B. Na gut, dann 8. Wir loggen ein
Und ja, es war schön mit Ihnen. Ja, ja. Nein, 8 ist natürlich richtig. 8 ist okay, perfekt. Und es wäre Abenteuer ja. Atlantis, Piccolo Mondo, Geisterschloss, Schlittenfahrt, Arthur und die Minions, Madame Freudenreich. Egal, ich habe es falsch ausgesprochen. Und Piraten in Batavia. 8. Dark okay, Rides den Arthur hätte ich theoretisch noch wissen können, weil der sagt mir was. Aber die anderen habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber die 8 werde ich mir merken. Wir planen ja eigentlich schon, wir haben jetzt schon 2 Besuche geplant, aber die sind wegen Corona beide mal ausgefallen. Ja. Und dann werde ich mir die 8 schon mal im Hinterkopf abspeichern für den ersten Besuch dann. Sehr gut. Was Neues gelernt hast du und Und noch dann, einen Joker. Einen. Genau, du hast nur noch den Publikum-Joker, halt mal jetzt fest. 2 50-50 Joker sind weg. Und wir sind jetzt bei Frage Nummer 8 für 4.000 Punkte. Wir sind jetzt bei Frage Nummer 7 für 2.000 Punkte, Entschuldigung. Okay, kein Problem. Ich war schon eine Schablone weit. Alles klar. Willst du direkt die nächste Frage? Ja, auf jeden Fall. Okay, hau mal raus. Wie heißt der interaktive Dark Ride im Phantasialand? Oh nein, Rechtschreibung. Habe ich falsch geschrieben? Egal. Symbolika. B. Mousse-Schokolade. C. Maus-Schokolade. Oder D. Hollywood-Tour. Okay, ich war nur dümmer als gedacht. Ich hätte nämlich gedacht, dass du einfach nur C zweimal geschrieben hast. Aber das ist ja Maus und Mousse. Deswegen nehme ich C. Ja, Herr Schlaumeier. Sie nehmen C. Okay. Ja, ich als Schlaumeier würde C an der Stelle einloggen. Alles klar. C. Wir loggen C ein. Und das ist selbstverständlich korrekt. Das ist korrekt. Dann sind wir ja quasi jetzt schon knapp an der 50% Erfolgsquote dran. Dann fehlt ja jetzt quasi noch eine Frage und dann hätte ich mehr als die Hälfte. Das wäre ja schon mal gar nicht so dumm. Ja, jetzt haben wir quasi Hälfte. Ja, genau. Jetzt wäre die Hälfte. Ja. Ja. Schauen wir mal. Okay, dann direkt die nächste Frage, ja, ne? Gerne. Ja, frage mal, was der die Punkte anstellen möchte. Jetzt schon? Nee, noch nicht. Ne? Nee, noch nicht. Das wären ja schon zu viele Jahreskarten. So, wie hoch ist der Freefall Tower Anubis im Holiday Park? A. 63 Meter. B. 70 Meter. C. 73 Meter. D. 80 Meter. Bin ich tatsächlich gefahren, habe ich aber nicht gelesen. Oh nein. Aber ich weiß, dass ich es noch gegoogelt habe für eine Instagram-Story, da ich ja Freefall Tower sehr mag und deswegen wollte ich das unbedingt da auch in die Story reingeschrieben haben. Okay. Aber da müsste man sich natürlich noch dran erinnern, ne? Ach so. Ja, wäre nicht schlecht. Nee, das wäre gar nicht so dumm. Und diese Musik würde mich ja ganz schön nervös machen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Das ist gut, dass ich die ausgestellt habe, dass der Weg mit dem Zaunfall hat nicht funktioniert. Ach so. Aber ich glaube, das Sinnvollste wäre eigentlich 73. Meter, sagst du? Sollen wir C einloggen oder willst du lieber das Publikum noch nachfragen? Zur Absicherheit. Ich überlege ja noch. Achso, sie überlegen noch, okay. Ja. Deswegen rauche ich erstmal eine. Ich wollte gerade sagen, den Jauch habe ich auch noch nicht rauchen sehen im Studio, aber okay, vielleicht schneiden die das auch. Ja, wir sind alles, was moderner hier. Jauch der Zukunft. Ist die Jugend von Wer wird Millionär hier. Das ist die Zukunft. Na komm, okay, ich frage doch das Publikum. Das ist mir doch zu unsicher. Du nimmst das Publikum? Oha. Ja. Alles klar, dann das dauert natürlich jetzt eine Minute, weil wir in den Chat die Frage jetzt noch einbinden müssen. So, Chat, ihr seid gefragt. Ich hoffe, ihr seid alle am Handy, am Board, wie auch immer. Ergebnis, neue Abstimmung. So, Frage. So, hörst du mich noch, René? Ja, ich höre dich noch. Okay, super. So, Chat, ihr seid jetzt gefragt. Ihr seht jetzt gleich eine Abstimmung im Chat. Da müsst ihr. Müsst ihr.
dann quasi nur draufklicken und dann die richtige Antwortmöglichkeit natürlich. Reicht, glaube ich. Die falsche wäre blöd an der Stelle. Ja, das die falsche wäre. Wenn beim Günther ja auch einer aufsteht, der keine Ahnung hat, aber mal ins Fernsehen möchte. Genau. So, wir richten das gerade ein, ja, damit das auch live dann in den Chat rein spammt. Schade, dass du mich nach dem Ticket gefragt hast. Das hätte ich gewusst, aber. Ich hätte jetzt aber gedacht, echt, das wüsstest du. Ohne Quatsch, das habe ich eben. Ich bin eben noch mit dem René, also hier mit meinem. Technik René, bin ich eben noch die Fragen durchgegangen. Und da habe ich gesagt, das weiß der 100%. Die Frage ist eigentlich viel zu einfach für so eine hohe. Ja. Okay, okay. Auf jeden Fall, so, jetzt haben die Zuschauer im Chat eine Minute Zeit, um abzustimmen. Umfrage beginnt genau jetzt. Ich hatte ja auch eine Vermutung. Vielleicht habe ich ja recht behalten. Vielleicht hätte ich mir den Joker auch sparen können, ne? Aber sicherheitshalber lieber nachfragen. So, Chat, ihr habt jetzt die Möglichkeit. Ah, ich sehe das sogar auch hier oben. Das ist spannend. Ja. Das Coole ist, ich kann mir das jetzt hier auch anzeigen lassen. Ne? Ja, also das sieht genau. Ja tatsächlich sehr. Das darfst du dir auch anzeigen lassen, natürlich. Sieht sehr intensiv danach aus, dass ich froh sein kann, den Joker genommen zu haben, weil der Großteil etwas einloggt, was ich anders gesagt hätte. Ja, ob die Antwort natürlich richtig ist, das ist ja noch eine andere Frage. Ne? Vielleicht sind die Zuschauer ein bisschen müd und. haben nicht nachgedacht und. haben nicht gegoogelt. Ja, ja, gut, stimmt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ich sage dir direkt, meine Community, die ist ehrlich, sie hat viel Herz und ja, das ja. Ist sowieso klar. Ich würde sagen, ja, also. Ich hätte das jetzt auch so oder so genommen, also dann nehmen wir B, 70 Meter, Abstimmung. Achso, warte mal. Muss ich jetzt noch beenden hier irgendwie? Nö, nö. Nee, die ist beendet. Achso, alles klar. 70 Meter loggen wir dann also ein, also B. Jo. Alles klar. B, 70 Meter, loggen wir ein. Und B, 70 Meter ist natürlich richtig. Ein herzliches Danke von meiner Seite aus schon sehr, mal sehr gut. In den Chat. Vielen, ja, vielen Dank an den Chat und den guten Publikumsjoker an der Stelle. Emote Mode. Achso, Emote Mode. Ist der nicht mehr drin? Sehr gut. Chat hat auf jeden Fall. Boah, Junge, Junge, wir haben 36 Zuschauer, das ist doch nicht mehr normal. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Chat bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt spannend hier. René hat auf jeden Fall. Es bleibt spannend. Jetzt die Frage. Run. Dank euch richtig erraten. Genau, ja, ich hätte 3 Meter mehr drauf gemogelt. Das wäre also, ich war bei 3 Metern. Ich dachte, wer baut denn so einen Meter so? Das ist doch so unkreativ, so eine gerade Zahl. So eine 3 Meter mehr Bremsschwert, oder was? Ja, ja, genau. Ich hätte da noch 3 Meter mehr dran geschraubt, wenn das mein Turm gewesen wäre, aber naja. Naja, ist leider nicht deiner, ne? Aber du hast ja jetzt. Ja. Wenn du die nächste Frage richtig beantwortest, hast du ja 8000 Punkte. Davon kann man sich schon mal. Ja, dann kann man drüber nachdenken, ne? Ob man sich dafür nicht wenigstens einen kleinen Freifallturm für den Garten kaufen kann. Ja, das wäre natürlich gar nicht verkehrt. Maybe, wir machen alles möglich. oder so für einen Tag mal mieten oder so, das wäre schon nicht schlecht. Ja, kannst ja mal anfragen. Hören Sie mal zu, ich habe 8000 Svensson TTV-Punkte. genau, was kriege ich denn bei Ihnen dafür? ja. Bist du bereit für die nächste Frage? Ja. Alles klar, dann Frage Nummer 9. 10. 10. Hä? 9. Nee, Frage 9. Ja. Entschuldigung. Wie viele Inversionen, wichtig, wie viele Inversionen hat die Black Mamba? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Wichtig, wie viele Inversionen hat die Black Mamba? Ja, ja, heißt halt Schrauben, Loopings, alles zusammengerechnet. Das ist mir schon klar, ja. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, ob diese komische Kurve auch zählt, aber ich glaube nicht. Bedeutet, richtig. Eigentlich müssten wir. Wie viele Inversionen?
Okay, also wir haben zwei Loopings und zwei Zero-G-Rolls, soweit ich weiß. Die Frage ist nur diese Kurve. Ist die so weit geneigt, dass man das als über Kopf werfen kann? Das ist hier die Frage. Das ist die Frage, ja. Sagen Sie mal, wen haben Sie eigentlich heute mitgebracht? Ich, wen ich mitgebracht habe? Ja, wen haben Sie heute mitgebracht? Wer sitzt da hinten im Publikum? Oha. Im Publikum sitzt leider niemand. Ich bin okay, völlig allein. Ja gut, aber dann, ich hätte herzlich willkommen. ich hätte einen fantastischen Telefonjoker gehabt, tatsächlich. Herzlich willkommen bei Günther Jauch, raucht. Günther raucht, genau. Günther raucht und saucht, toll. Das solltest du in den Titel schreiben. Wer wird Coaster Brain Gastgeber Günther Rauch? Netter Chat. Netter Chat. Netter Chat. Okay, ja gut. Dann gehe ich, glaube ich, davon aus, dass man das... scheiß drauf, egal. Dann nehme ich 4 und ich sage mal, diese Kurve zählt nicht als Invasion, weil man halt nicht komplett... Alles klar, wir loggen B ein. B wird eingeloggt. Und... B ist natürlich richtig. Was soll mit dieser gelben Karte sagen? Bin ich jetzt gefeuert oder was? Verwarnung und gleich raus, oder? Nein, alles gut. Ich glaube, weil ich wieder auf den Chat, beziehungsweise die Chris und Mareike haben den Chat, glaube ich, verwarnt, weil sie dir einen Tipp gegeben haben mit den Emotes. Ja, klar. Ich hätte auch erst 4 genommen, nur diese Kurve hat mich leider irritiert. Und das genau, die Kurve zählt nicht zur Invasion, weil sie nicht komplett über Kopf geht. Nicht komplett, aber theoretisch, ich dachte, weißt du, über 90 ja, Grad ja mäßig. Man sagt aber bei der Black Mamba, sie hat 5 Elemente, aber nur 4 Invasionen. Weil sie halt ganz über Kopf gehen. Okay, alles klar, dann hätte ich einfach 4 einloggen sollen, die Klappe halten und dann wäre auch irgendwie alles gut. Die Frage besser gelaufen. Ich meine, alles gut. Ich bin ehrlich zu dir, René, ich habe auch 5 gedacht zuerst. Okay, dann scheint das so ein René-Problem einfach zu sein. Da können wir gar nichts für. Ich dachte auch, der Immelmann zählt als eine kleine 4-5-Schwäche, wa? Ja, eine 4-5-Schwäche sollte man sich diagnostizieren lassen, das stimmt. So, René, wir kommen zu deiner nächsten Safe-Stufe. Ja, Frage, die Frage Nummer 10 und für 16.000 Punkte. Und wir dürfen nicht vergessen, du hast keine Joker mehr. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe alle 3 schon genommen. Wir hatten ja 3, theoretisch. Muss man mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Oh, die Frage wird interessant. Das wird wieder eine schwere Frage anscheinend für dich werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber wir gehen jetzt einfach direkt zur Frage und Frage Nummer 10. Okay, das klingt fabelhaft. Wie heißt, habe ich falsch geschrieben, egal. Wie heißt die erste Achterbahn, die im Europapark gebaut wurde? A. Euromir. B. Blue Fire, D. Eurosat, D. der Alpenexpress Enzia. Wie gesagt, da ich im Europapark noch nicht war, hast du recht, dass die Frage nicht ganz einfach werden dürfte. Blue Fire glaube ich nicht. Launch Coaster ist technisch zu kompliziert, um die als erstes zu bauen. Der Alpenexpress Enzia klingt für mich eher nach einer Falle, wäre aber gar nicht so dumm, weil sich das eher nach einer Kinderachterbahn anhört, die ja viele eigentlich als erstes bauen. Eurosat, Euromir. Wo war da nochmal der Unterschied? Eurosat ist, glaube ich, die drin ist und Euromir ist, glaube ich, die andere, diese Drehachterbahn, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich kann jetzt auch nochmal kurz sagen, die Eurosat heißt heute Coco Coaster. Genau, dann ist das die in dieser Kugel. Genau, das hätte ich vielleicht noch dahinter schreiben sollen, aber dabei ja von früher reden. Nee, ich wusste reden. Ja trotzdem, was gemeint ist. Ist ja okay. Denn die Frage ist ja nur... was... also Blue Fire ist Schwachsinn. Alpenexpress, macht das Sinn? Welche Achterbahn? Also Euromir ist dann diese Drehachterbahn, oder? Ja, genau. Spinning-Achterbahn halt. Ja. Okay. Ich glaube, ich würde nochmal die Politik von der Holzachterbahn-Frage anwenden, die ja auch gerade so aufgegangen ist. Und hoffen, dass sie jetzt einfach auch wieder funktioniert. Und würde einfach C sagen
weil C ja umgebaut wurde, beziehungsweise die Strecke neu gemacht wurde. Und daraus würde ich einfach schließen, dass das die älteste Bahn ist. Du hast den Ernst der Lage schon verstanden, ja? Wir sind bei der 16.000-Euro-Frage. Wenn du die jetzt nicht richtig beantwortest, fällst du auf 500 runter, da du die ja noch nicht richtig beantwortet hast. Ne? Du müsstest die Safe-Stufe noch richtig beantworten, damit du safe bist. Okay, heißt, wenn man komplett reinscheißt, wäre man bei 500. Richtig. Okay. Also du könntest aber natürlich auch sagen, okay, das Risiko will ich jetzt nicht eingehen, ich will nicht zocken. Du könntest jetzt natürlich auch aussteigen und wärst dann bei, was war die nächste Stufe da runter? Genau, dann wärst du bei 8.000 Punkten statt bei 500 Punkten. Nur nochmal rein, ne? Informativ für dich. Okay, ich glaube auch der Chat ist zum Beispiel zu nett, da hat auch jemand dieses Nein-Zeichen reingeschickt, als ich das jetzt gerade geantwortet habe. Heißt, theoretisch könnte ich das jetzt auch ausschließen und hätte eine 50-50-Chance. Aber ich glaube, dann nehme ich die 8.000 Punkte. Weil dann jetzt so weiter raten, fände ich auch irgendwie bescheuert. Weil dann antworte ich noch was anderes. Und okay, Coaster Knilch. Ich muss noch ganz kurz den Chat nochmal... Ja, ermahnen, wie auch immer. Ich finde das nicht in Ordnung. Das ist ein Spiel, was jetzt gerade der René Coaster spielt. Und ich habe extra schon den Emote-Mode angemacht im Chat, damit eben der René auf sich alleine gestellt ist. Ich finde das dann, ja, nicht in Ordnung, dass man irgendwo da Tipps mit Emotes versucht reinzuschicken. Natürlich, ja. Für mich in meinen Augen ist es eigentlich ein Timeout und würde das nochmal passieren, bist du raus. Bei solchen Spielen muss ich leider auch diese Regeln wirklich hart umsetzen, weil ich möchte solche Spiele auch vernünftig spielen und ich weiß auch ganz genau, von welcher Seite du kommst und deswegen sage ich jetzt erstmal auf die stille Treppe und solltest du nochmal irgendwas schreiben oder das Spiel sabotieren in dieser Hinsicht, dann kommst du auf die stille Treppe, nicht auf die stille Treppe, dann wirst du erstmal gebannt und kannst gerne dann einen Bannungsaufhebungsvertrag mir hier bei Twitch zusenden. Ob ich das mache, ist dann noch eine andere Frage. Okay, Entschuldigung René, so, ich bin wieder voll bei dir. Ja, ich sag ja, ich könnte jetzt ja natürlich theoretisch dann noch zwischen A und D. Du darfst das auch, ist kein Problem. Alles gut. Also du hättest auf jeden Fall 100% Eurosatz gesagt oder warst du vom Bauchgefühl so 50-50? Also ich glaube, ich hätte C gesagt, weil wie gesagt, das ist die einzige Bahn, die ich da kenne, die umgebaut und geretrackt wurde. Und deswegen hätte ich, glaube ich, gedacht, dass das die älteste ist. Okay, dann sind wir so fair und... Du steigst aus, ja, mit 8.000 Punkte? Ich nehme die 8.000 Punkte, ja. Alles klar, super. Dann tut es mir leid, dass der Chat da ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Kein Problem, ich sag mal, es ist ja auch nett gewesen im Prinzip. Ne? Nur genau. Dann hätte ich jetzt halt anders geraten und dann hätte ich das auch wieder gewusst. Also, nee. 8.000 ist in Ordnung, das ist genau das, was ich gesagt habe, über die Hälfte. Das muss erstmal reichen dann. Ja. So, jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Ich skippe hier mal kurz ganz schnell durch. Tschu, 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 tschu. Das muss ich auch noch irgendwie anders machen. Da wird man ja bescheuert. Also. Ja, ne? So, ich möchte das nämlich nochmal kurz einblenden. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier mitgemacht hast bei Wer wird Coaster Brain? Natürlich, gerne. Es hat Spaß gemacht. Auch wenn ich das mit der Holzachterbahn im Nachhinein etwas lächerlich fand. Aber das werde ich mir merken. Mit Bandit? Das ist, genau. Das erklärt aber auch, warum die halt so unglaublich schlecht ist. Wenn es halt die erste ist, da hatten wir noch einiges zu lernen, glaube ich. Ja. Gut, ich würde aber auch sagen, du hast das echt, echt trotzdem gut, gut geschlagen und wir sind ja auch dann so fair und geben natürlich auch ein paar Tipps. Ich meine, wir sind ja jetzt kein krasses Fernsehformat oder so. Es soll ja auch Spaß machen. Das und hat grade, es sowieso. Also auf gerade jeden Fall. Bei den ersten kleinen Runden Augenblick, ich muss nur kurz hier wechseln. So. Es scheint. Ja. Chris und Mareike sagen auch schon, nächstes Mal Chat deaktivieren. Wäre, denke ich, glaube ich, auch. Ja, dann muss ich gucken, ob ich das kann.
Du kannst ihn ja einfach nur hier nicht sichtbar machen. Ach so, ja. Ja, stimmt. Aber scheint es kommt sehr gut. Gut, an. Aber der René war jetzt auch so fair und hat gesagt, na, er hätte C genommen, ja. Also. Naja, okay. Wir haben es notiert, René, 8000 Punkte. Sehr gut. Ab morgen wirst du diese Rangliste auf meinem Twitch-Kanal finden. Ist dann unter Infos. Da wirst du dann als erstes drinne stehen mit 8000 Punkten. Und der nächste Kandidat, der sich dann bewirbt, kann versuchen, ja, die 8000 Punkte zu schlagen. Ja. Mal gespannt, wer nächste Woche dran ist. Das ist dann jetzt quasi jede Woche, ne? Immer Sonntagabend. Ich versuche es auf jeden Fall, jeden Sonntagabend das jetzt mit einzubauen in dieses immer wieder Sonntags. Wird sich ja bestimmt immer einer finden, schätze ich mal. Ja, also Bewerber gab es heute schon genug. Definitiv. Ja, also. Und ich hätte ja auch nicht gedacht, dass es echt so gut angenommen wird. Ich meine, wir sind jetzt immer noch, ich erwähne das eigentlich nicht so oft in meinen Streams, aber wir sind jetzt immer noch 35 Zuschauer und das ist für mich wirklich sehr gut hier auf Twitch. Normalerweise habe ich so die Zuschauerzahlen bei meinen Motto-Streams. Und wo wir schon mal dabei sind, am 10.04. Ballermann-Stream mit dabei sein, wird lustig. Ihr könnt viel interagieren mit euren Kanalpunkten, mit Bits und hier passieren ganz komische Sachen. Das verspreche ich euch jetzt schon. Das klingt doch nach einer guten Werbung. Ja, mega viel Spaß gemacht. Echt, Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Runde. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Und auch danke an den Chat. Ne? Hier mit der Zuschauerfrage haben sie geholfen und ja auch noch so ein bisschen illegal geholfen. Aber auch gerade haben viele noch geschrieben, gut gemacht, Glückwunsch und so weiter. Ne? Also auch da nochmal danke. Ja. Und danke, dass ich eingeladen wurde. Ne? Die Tamara auch wenn ich jetzt fragt, natürlich per Zufall der Erste war. Die Tamara hat dich was gefragt, René, im Chat. Ob sie den teilen dürfte, den Stream. Ja, von mir aus gerne, klar. Nur auch nochmal kurze Information an den Chat. Dieser Stream wird morgen auf Freizeitpark-Blog noch zu sehen sein. Also das Spiel Wer wird Coaster Brain wird hochgeladen auf meinem Freizeitpark-Blog YouTube-Kanal. Da könnt ihr natürlich gerne reinschauen, Kommentare da lassen, Daumen nach oben da lassen. Gerne auch noch ein Abo, wenn ihr es nicht gemacht habt. Und den Stream könnt ihr natürlich teilen. Okay, ich hatte mit dem René nicht vorher gesprochen, dass ich das aufnehme, aber er ist damit einverstanden, denke ich. Ja, das so, ja klar, wieso nicht? Also, ne? Warum nicht? Kann ich mir das auch nochmal ansehen? Genau, also, ja, das werde ich dann natürlich das nächste Mal auch bei den Bewerbern dann auch nochmal spezifisch Bescheid geben, ne, dass es aufgenommen wird, weil ich möchte dann auch die Folgen wöchentlich hochladen. Ich finde es ein cooles Format, es macht Spaß und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß, René. Ich hatte Spaß, auf jeden Fall. Wie gesagt, das habe ich hat sich, wie gesagt, auch echt wacker geschlagen. Bewerben könnt ihr euch ganz einfach auf meiner Insta-Seite. Einfach mir persönlich eine Nachricht schreiben, dass ihr gerne teilnehmen wollt. Dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Und dann kommt ihr quasi in ein Auswahlverfahren, weil ich werde dann random irgendeinen rausziehen. Was ihr benötigt, ist Zoom, also die App Zoom, beziehungsweise ein Zweitgerät, wo Zoom drauf ist, damit wir dann auch denjenigen immer schön einblenden können, so wie ihr den René. Und ja, und der Rest läuft dann eigentlich von alleine. Nur damit ihr da auch schon mal Bescheid wisst. Danke, Chris und Mareike. Wir hören uns auch. Tja, ja, wie gesagt, stimmt. Ja, noch ganz kurz möchte ich auch in den Chat rein sagen hier, gerne beim René Coasters vorbeischauen. Dort war ich natürlich auch schon sehr oft in seinem Loop Talk zu Gast. Zweimal, glaube ich sogar. Das stimmt, ne? Ja. Zwei, dreimal. Und ja, gerne reinhören. Er ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Spotify. Ah, mehr oder weniger. Spotify und Apple Podcasts hauptsächlich, aber das ist, glaube ich, Spotify hat, glaube ich, jeder. Ja, auf jeden Fall, wer Bock auf Podcast hat, gerne da mal reinhören. Sehr viele tolle Themen, auch immer sehr interessant. Und ja, hier auf meinem Kanal Spaß haben, Motto-Partys, bisschen Let's Play, ein bisschen Just Chatting und jetzt mit Just Chatting noch, wer wird Coaster Brain ins Leben gerufen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute teilgenommen hast bei der ersten Folge von Wer wird Coaster Brain und ich würde jetzt sagen, ganz kurz, ich mache das nur fürs Video, Chat bitte da bleiben. GG! Liebe YouTube-Zuschauer,
wenn ihr das nächste Mal auch live dabei sein möchtet, geht auf Twitch, auf SvenssonTTV. Dort heiße ich nicht Freizeitparkblog, sondern SvenssonTTV. Lasst einen Follower da, werdet benachrichtigt, sobald ich online bin. Und ja, ihr könnt euch gerne dann auch bewerben, um hier mit teilzunehmen. So, jetzt beende ich die Aufnahme.